Wo sind die Hunde eigentlich? Hat er uns gesehen oder nicht? Na komm. Das war's? Nö. Ist das da oben rechts tatsächlich so eine Art Erfahrung? Ich sehe halt noch gar keinen Feind. Ach, da. Zwei Todessträuche. Ich nehme dann auch mal an. Dass wir ihn auch nicht mit einem einzigen Schleichangriff töten können, sondern auch zwei brauchen. Ja, was heißt zwei? Wahrscheinlich können wir dann nur einen machen. Gefährliche Angriffe. Manche Feinde wenden gefährliche Angriffe an, die nicht abgewehrt werden können und durch das Gefahrsymbol zu erkennen sind. Bei solchen Angriffen musst du gut aufpassen, versuchen entsprechend zu reagieren. LB bei Stoßangriff, Treffer, parieren. Stoßangriff? Ach so. Rundum Angriff, Treffer, springen. Ach du Scheiße. Oh Scheiße, unsere Haltung war weg. Was macht dann jetzt? Ja, das war also okay. Da muss ich halt echt drauf reagieren, was genau der gerade macht. Das ist natürlich echt heftig. Oh oh. RIP. Okay, das ist echt heftig, weil ganz ehrlich, wenn ich dieses rote Symbol kriege, drücke ich einfach nur instant auf irgendeine Taste. Huch. Oh. Ach, auferstehen oder sterben. Aber was ist denn der Preis dafür? Eigentlich, ich nehme Auferstehung. Okay, dann wird's erklärt. Mit dem Blut des göttlichen Erben kannst du durch Auferstehungsmacht von den Toten zurückkehren. Eine Ladung wird durch Rasten bei einer Figur des Bildhauers wiederhergestellt. Besiege Feinde für weitere. Nach ihrem Einsatz kannst du sie erst wieder nutzen, indem du Gegner ausschaltest oder Todesschläge ausführst. Das heißt, es macht eigentlich überhaupt nichts aus, das zu benutzen. Gebetsperle. Eine lose Gebetsperle an einer Figur des Bildhauers, vier davon anzubringen, erhöht die maximale Vitalität und Haltung. Aktuell besitzt der Wolf eine Perle. Hm. Kürbissamen. Ein Samen, der kontinuierlich Heilwasser entspringt. Emma kann hiermit die maximale Verwendung der heilenden Kürbisflasche erhöhen. Das wissen wir ja schon. Dogen und seine Schülerin Emma entdecken die Kräfte des Samens bei der Erforschung der schon lange in Ashina genutzten heilenden Kürbisflasche. Und Geld hat er auch noch.
Und wir haben auf einen Schlag 15 Geisteremblemen oder wie sie nochmal hießen. Kommen wir da hoch? Was ist denn das? Für ein komischer Vogel im wahrsten Sinne des Wortes. Bist du ein Gegner? Ja. Mhm. Gut, Gefahr vielleicht nicht, aber wir haben ihn umgebracht. Was haben wir denn hier? Waren wir hier schon drin? Ach ja. Aber ist ja interessant, dass wir auf diese Art mit der Auferstehung praktisch den Kampf jetzt doch noch irgendwie gewonnen haben, auch wenn dafür der kaiserliche Erbe oder der göttliche Erbe oder wie auch immer sein Name nochmal war, jedes Mal Blut verliert. Da frage ich mich, ob, wenn wir das so oft benutzen, ob das ein schlechtes Ende gibt oder so. Das wäre interessant. Nur mal so aus Interesse. Wenn ich jetzt den hier leise töte, kommt der das dann automatisch mit? Nein. Tipp, 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 tipp. Psch, leise. Sehr interessant. Gut, dann gehen wir wieder. Unsere Auferstehung ist auch schon bald wieder voll. Das ist ja schon mal was. Ich überlege nur gerade, ob wir nochmal zurückgehen und unsere Heilflasche auffüllen, weil das ist ja echt nicht unwichtig. Andererseits steht dann vielleicht der komische Typ wieder. Also würde ich ja fast eher sagen, wir gehen eher nach oben, oder? Kann ich da hoch? Ja, kann ich. Will ich da hoch? Okay, man kann also auch im Sprung da weiter hoch. Dann nehmen wir noch ein paar Kügelchen mit. Da ganz unten ist irgendwas. Da kommen wir wahrscheinlich nicht so einfach runter. Also runter geht es natürlich immer ganz einfach, aber ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Aha! An das Seil hängen können wir uns wahrscheinlich auch nicht. Gibt es Fallschaden? Das wäre auch noch eine interessante Frage. Also ich meine, wenn wir irgendwo in den Abgrund fallen, sind wir wahrscheinlich tot, aber das ist ja nicht, was ich meine mit Fallschaden. Den haben wir schon eingesaugt. Hm. Da unten laufen auf jeden Fall Leute rum. Steht ja, wie viel Geld wir gerade dabei haben irgendwo? 154. Lass mal nach ganz oben gucken. Für einen besseren Überblick. Da haben wir auf jeden Fall einen hängen. Theoretisch kann ich doch hier runterspringen und dann so machen, oder? Oh. Hast mich nicht gesehen. Du auch nicht. Das Problem ist der Typ da hinten. Gott sei Dank. Ich glaube, wir haben ziemlich viele auf uns aufmerksam gemacht. Ich bleib jetzt hier versteckt. Vergessen die mich dann? Sind das Hunde? Nein, es sind keine Hunde. Wir könnten mal so ein paar Kügelchen einwerfen. Bringt das denn überhaupt? Ich
frage mich gerade, ob wir uns einfach hinter denen hinterher schleichen könnten, einfach einen nach dem anderen wegsensen. Das sind ganz schön viele. Kann ich irgendwie zielen? Im Ernst, kann ich irgendwie zielen? Komm, no risk, no fun. Du kriegst es bestimmt nicht mit, wenn ich den hier wegsense, oder? Okay, er hat's mitgekriegt. Ciao! Bewerfen die mich mit irgendwas, oder? Nee. Vor allem da sind drei und da oben ist offenbar auch noch einer. Oh. Doch nicht. Ja, ist voll unauffällig, was ich hier mache. Oh Gott, was bist du denn? Direkt Body-Shaming, nur weil er dick ist. Eigentlich eher, weil er einen fetten Hammer hat, aber naja. Oh, hi. Hallo, kannst du mal aufhören, nur zurückzuweichen, irgendwas Interessantes zu machen? Oh, der Dicke war da auch. Ich meine, der große Typ mit dem Riesenhammer ist da auch gewesen. Kann ich mich hier nicht runterhängen? Also ich würde mich hier nicht finden. Kommt der hier hoch? Und ist es der Große? Ja, ist es. Ich glaube, er hat mich gesehen. Au. Okay, das funktioniert nicht immer. Aua. Ich glaube, wir sind endgültig tot. Ja. Geiststurzkonfekt. Verlust bei Tod. Die Hälfte der Erfahrung für den nächsten Fähigkeitspunkt und Zen gehen beim Tod verloren. Oh. Alles verloren ist für immer fort. Ah! Man kann diesem Verlust nicht entkommen. Vielleicht einzig durch die Gnade der Götter oder Buddhas. Heißt es, wenn ich jetzt hier bete, kriege ich alles wieder? Körperverbesserung. Die Option Körpermerkmal verbessern wurde in der im Figur des Bildhauermenüs freigeschaltet. Hier kannst du 4 Gebetsperlen ausgeben, um eine Gebetskette herzustellen, die deine maximale Vitalitätshaltung dauerhaft erhöht. Okay. Aber scheinbar ist es nicht sonderlich. Ich meine, man hat ja nicht die Wahl, was man genau verbessern möchte, also es ist dann relativ klar, was genau man verbessern möchte. Wenn ich jetzt hier lang gehe, ist der Dicke wieder da? Ich meine, wahrscheinlich, aber. Nee, ist er nicht. Das ist also einer der Feinde, die nicht wiederkommen. Okay. Wir sollten vielleicht ein bisschen schlauer vorgehen. Aber sie scheinen einen tatsächlich zu bemerken, wenn man... Du Blödmann, warum geht er denn aus dem Schleichmodus raus? Kann ich auch irgendwann mal schla... Nö, offenbar nicht. Hi. Ja, ich möchte mal schlauer vorgehen. Ja, gut gemacht, Morty. Hui!
Das hat ja echt wunderbar funktioniert. Was ist das für ein großer Stein? Ja, lenk nur ab. Ja, aber ganz ehrlich, wieso geht er denn aus dem Schleichmodus raus, nachdem er einen umgeklatscht hat? Ich wünschte, wir hätten Fernglas. Den da oben auszuschalten ist halt schon wichtig. Und den Musketier da vorne. Ich frage mich auch, ob wir den Groß mit dem Hammer mit einem Schlag wegwemsen könnten. Was haben wir hier? Gras. Was haben wir hier? Kein Gras. Aber hier geht es ziemlich weit runter. Und wohin ziehen können wir uns hier aber... Doch, das... Wie weit geht denn das hier runter? Gachins Konfekt. Ach, hey, Jemine. Der Senpo-Hohepriester gab dieses Konfekt einem Attentäter-Clan. Es macht lautlos und unsichtbar, sodass man sich kaum, kaum wahrzunehmen war. Man muss darauf beißen und die Gachin-Haltung einnehmen, um seinen unmenschlichen Segen zu erhalten. Diese Attentäter erledigen Senpos Drecksarbeit. Einst waren sie Wächter des Tempels, doch jetzt dienen sie dem Willen der Mönche auf ihrer Suche nach Unsterblichkeit. Also, wir sind dadurch unsichtbar? Verstehe ich das richtig? Klingt ein bisschen überpowered. Aber wo zum Teufel kommen wir hier hin? Ich dachte, wir müssten uns da irgendwie durchkämpfen, aber stattdessen können wir einfach hier durch, oder wie? Warum ist da jetzt... dieser Kringel drin oder ist er immer drin? Ich bin nicht sicher. Das da vorne sieht auch interessant aus, aber da scheinen wir noch nicht hinzukommen. Huch. Hallo. Hä? Oh. Entschuldigung. Die Gelegenheit war einfach zu günstig. Lass mich den Todesstoß machen, Kumpel. Oh Gott. What the fuck? Hat der da oben eine Bazooka? Wir hauen mal ab, wa? Wie irgendwie die ganze Zeit. What? Woher weißt du, dass ich hier bin? Scheiß Hacker. Verdammt, wieso habe ich diese verdammte Flasche nicht aufgefüllt? Wieso bin ich hier runtergesprungen? Wir kommen da gar nicht mehr hoch. Einfach ein fucking Bazooka-Typ. Was geht denn hier ab? Und er hat es schon wieder gesehen. Ja. Hä? Der gilt überhaupt nicht als Feind. Das hat sich ja gelohnt. Du Bastard. Falsche Taste. Ja, das war ja echt hilfreich. Oh, ich drück X, um anzugreifen. Tut mir leid. Mann, war das scheiße. Denk mir so, ja, wir sind bei ihm. Bleib ich davor stehen, lass mich umwemsen. Okay, pass auf. Wir gehen jetzt einfach dahin und holen uns unsere verdammte weitere Aufladung. Meine Güte. Geht ja gut los hier. Aber wenigstens ist es eine Herausforderung. Neue Trainingsoption verfügt. Oh, Gottes Willen. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Überfordert mich nicht total. Oh. Entschuldigung. Was Neues.
Miko-sama no koe ga kikoe. Kizukeba. Futatabi ikite ita. Hitotabi shini. Ima futatabi ikite iru. Naraba. Sore wa kaisei desho. Kaisei. Kuro-sama no Resurrection. Ryuin no Miko no chikara to iwarete imasu. Kaisei no chikara wo ataerareta mono wa shishite nao yomigaeru. いくたびでもバカ。はい。おかしなことです。ですが現に起きている。また変わったことがあれば知らせてください。改正の力が何も見返りを求めぬとは思えぬのです。 also sollten wir es vielleicht doch nicht zu oft nutzen. Moment, 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 Moment. オオカミ殿。だ。氷炭の種とはこれか。はい。それをこちらに種を氷炭に植え付けます。よし。これで薬水の傘が増すでしょう。妙な薬だ。妙ですか。うん。 悪い気はしません。貢献があれば奇妙と思うことでも勇んですべし。それが我が師道元の教えですので。Okay, er ist also nur der Mentor und nicht der Meister von ihr. また持ってきてください。薬水のかさ増しをしましょう。では。Was heißt, du könntest das? Letzten Endes habe ich es doch gemacht. Du hast gesagt, einfach leg die Dinger da rein und ich habe das gemacht. Wir gehen nochmal zum Kampftraining, vielleicht hilft uns ja. Aber wahrscheinlich ist es einfach nur, wie ich das Ding hier benutze. Uiuiuiuiui. Shikarabamairu. Wenn du einmal parierst, endet der Angriff des Feindes nicht immer. Kontere Angriffsfolgen mit Parierkette, um der gegnerischen Haltung Schaden zu fügen. Pariere alle deine Nahfeinde. Also einfach immer weiter parieren. Und woher soll ich das wissen? Ich meine, das sieht man jetzt nicht so gut. Ich sehe nichts mehr, Kumpel. Das heißt, ich muss eigentlich bei jedem Gegner auswendig lernen, wie oft er angreift, weil das kann man doch nicht so darauf reagieren, ob man jetzt schlägt oder pariert. Eigentlich schon, naja. Vitalität, wenn sie auf 0 fällt, bist du tot. Boah, danke! Je niedriger die Vitalität, desto langsamer erholt sich die Haltung. Ach so! Reduziere die Vitalität bei scheinbar unzerstörbarer Haltung mit Ausweichkonterangriffen. Um die Haltung leichter zu durchbrechen. Macht Sinn. Okay. Okay. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Spielmechanik. Au.
Hallo? Ja, ich habe nach links gedrückt und er springt nach rechts. Kann man so auch machen, aber es war natürlich jetzt eigentlich nicht, was ich machen sollte. Was haben wir denn dann noch? Stoßangriffe kontern. Ah, verstehe. Stoßangriffe lassen sich nicht abwehren, jedoch können sie durch Parieren oder einen Ausweichschritt gekontert werden. Hä, was ist denn gemeint, dass sie nicht abgewehrt werden können? Dass ich denn nicht einfach hochhalten darf, das Schwert? Mache ich sowieso eigentlich nie. Hä? Ach so, es ist zu früh. Hä? Doch nicht? Ich verstehe es gerade nicht. Mache ich das irgendwie falsch? Bin ich immer noch zu früh? Hä? Also viel später kann ich es doch gar nicht mehr machen. Was willst du denn von mir? Es hat beim ersten Mal auch geklappt. Wo soll ich jetzt ausweichen? Hä, jetzt ging's! Jetzt wieder nicht! Ich versteh's nicht. Ah. Es muss echt verdammt knapp vor Ende sein. Ich darf nicht zu nah an ihm dran stehen dafür. Au. Komm. Hä? Das war doch eigentlich perfektes Timing. Also irgendwie ist das komisch. Ich glaube, es ist echt nicht schlecht, das hier ein bisschen zu üben. Ich will das nochmal spielen. Das Problem ist, hier weiß ich ja, was er vorhat. Aber das weiß ich im echten Kampf ja nicht. Perfekt, zweimal hintereinander, das ist schon mal gut. Ich meine, je konsistenter man das hinkriegt, desto besser. Komm. Und. Oh. So war das natürlich eigentlich nicht gedacht. Ich wollte jetzt nochmal einen durch Ausweichen hinkriegen, aber naja. Kann ich die auch parieren? Musst du über sie hinwegspringen. Mit einem Sprung an Ertritt kannst du dann die Haltung des Feindes schwer treffen, was oft zu einem Todesschlag führt. Na gut. Bei ihm wohl nicht. Kann ich das denn parieren? Ich probier's mal. Es war zu früh. Und er hat mich immer getroffen. Ja, Junge, ich soll was bei dir üben. Wie wär's, wenn du noch angreifst? Okay, nochmal bitte. Komm schon. Ich mach das zu früh. Ich weiß natürlich nicht, ob es überhaupt geht, aber ich habe das Gefühl, ich mach's auch zu früh. Das war zu spät tatsächlich. Das war zu früh. Ich möchte ein gutes Timing einmal haben, um zu wissen, ob es geht. Ne, geht nicht. Gut, das war ein gutes Timing. Whoops. Komm schon. Er greift doch an. Das stimmt mit dir nicht. Hä? Hallo? So weit wegspringen wollte ich eigentlich auch nicht. Hör doch auf wegzuspringen! Hallo? Du sollst mich angreifen! Kann ich über ihn rüberspringen eigentlich dabei? Los! Okay.
Gut. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Freier Kampf ist jetzt verfügbar, war doch eben auch schon vergangen. Egal. Gut, dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Das Dumme ist, jetzt mache ich auch eine Aufnahmepause. Das heißt, das hätte ich vielleicht beim nächsten Mal am Anfang machen sollen. Weil jetzt weiß ich beim nächsten Mal wieder nicht, was Sache ist. Na gut, danke fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.